Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Meister und Sid hier bei Heisenberg zockt. Ja, hier ist es, unser schönes Städtchen. Halt, ich muss noch den Winkel erwischen. Hier oben ist es eher. Gut, ja, wir sind hier bei unserem Sportkomplex im Prinzip. Und ja, mal gucken, wie es hier so aussieht, war mein Gedanke. Guck mal, ICE, TGV, wunderbar. Die Züge verkehren, das Ganze läuft. Und hier haben wir halt die Straße immer noch nicht angeschlossen. Da stand noch ein paar Mal in den Kommentaren, du musst den Parkplatz noch an die Straße anschließen. Das habe ich eigentlich genau in dem Video versucht, als wir das gebaut haben. Es geht nicht. Es ist nicht zu machen. Hier ist so ein Riesendingens und hier ist nochmal ein Riesendingens. Keine Ahnung. Geht auf alle Fälle nicht. Guck mal. Von wegen Riesendingens. Ich kann hier raus, rein, machen, tun. Das wird nicht angenommen. Und wenn ich das Ganze von hier unten versuche, haben wir die gleiche Geschichte. Funktioniert also auch nicht. Wenn ich hier rausgehe, ebenso das gleiche. Man sieht's, es geht einfach beim besten Willen nicht. Ich müsste das nochmal neu bauen. Ja, vor allem beim Gleis anschließen. Das wäre dann auch eine Idee. Ich müsste das tatsächlich nochmal neu bauen. Das möchte ich aber nicht. Deswegen finden wir uns schlicht und einfach damit ab, dass die hier ein bisschen Mafia haben hier unten. Ist ein Sportstadion. Ich möchte den Gedanken jetzt nicht weiterziehen. Aber man weiß, Wetten und so weiter manipulierte, die gibt's halt. Und ja, das gehört meiner Meinung nach auch in den Bereich Kriminalität. Also von daher ist das vielleicht gar nicht so falsch da hinten. Ist ein kleines Mahnmal. Gut, was machen wir denn jetzt heute? Ja, ganz einfach. Was hier noch fehlt, da stand auch ein paar Mal in den Kommentaren, das ist unsere Monorail. Die haben wir ein bisschen vernachlässigt. Die ist doch so cool, die müssen wir eigentlich schon irgendwie noch in diesen Bereich der Stadt bringen. Vielleicht sogar nach hier hinten. Das wäre auch eine Idee. Wir könnten das so machen, dass wir eine Station hier machen. Die bedient dann diese beiden Stadtteile hier. Dann geht die weiter und meinetwegen irgendwo hier. Einfach so, dass sie vielleicht dann die Straße noch anschließen kann. Irgendwo hier geht die dann, ja, zu Ende. Im Prinzip zumindest mal vorläufig zu Ende. Wir kaufen hier ja später noch weitere Kacheln. Gut, das würde heißen, ich müsste mal gucken, wo ist bei uns schon eine Monorail unterwegs. Monorail haben wir, wenn man hier mal schaut. Bist du die Monorail? Ist nicht angeschrieben, das ist ja toll. Ach, hier unten steht's. Moment. Hier in diesem, Gott, was ist das denn? Violett, irgendwie sowas. Das müsste, ist das die Monorail? Allen Ernstes? Ist das die gleiche Farbe? Ja, doch, das ist die gleiche Farbe. Wenn ich hier mal klicke, tatsächlich Monorail. Okay, gut, dann ist es also dieses, nennen wir es mal Pink, Violett, irgendwie sowas. Das wäre dann hier. Okay. Hä? Im Ernst? Nee, das sind Flugzeuge. Moment, ich brauche, ach, wo haben wir sie denn? Irgendwo muss doch dieses Färblein sein. Das war aber schon hier unten. Nee, das war doch nicht hier unten. Ein Hin und Her. Hier ist sie. Wisst ihr was? Wir können ja mal raten. Warum nicht einfach mit visuellen Taktiken rangehen und das Ganze finden. Man sieht ja was in Monorail ist. Guten Morgen, Herr Heisenberg. Ja, ich muss zu meinem Schutz oder zu meiner Entschuldigung sagen, es ist hier tosend heiß. Kann man tosend heiß sagen? Nee, tosend ist eigentlich eher Applaus. Also Lautstärke, die Immensität der Lautstärke oder eben des Klatschens. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie der Sommer ist wieder zurückgekommen jetzt. Knall auf hart, irgendwie ohne große Ankündigung. Letzte Woche noch im Pulli rumgerannt, gedacht, der Sommer ist zu Ende. Und jetzt heizt es hier wieder rein und es ist gerade mittags um 1. Also ihr könnt dreimal raten. Genau, die Sonne scheint genau hier in mein Büro rein und ich sehne mich nach ein Stück Wasser. Aber jetzt machen wir nicht Wasser, jetzt machen wir Monorail. Also, wenn wir hier lang gehen, wie kommen wir denn? Da kommen wir eigentlich relativ einfach hier hin. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal ein Gleis. Wenn ich sie denn finde. Wo war denn die Monorail? Das ist die U-Bahn. Hier, das ist aber auch ein komisches Zeichen. Ich erkenne nicht ganz, was das sein soll. Soll das ein Zug sein? Ja, wahrscheinlich ist es eine Schiene. Und darauf ist eine Monorail. Okay, das kann man so nehmen oder machen. In Ordnung. Kommen wir über die Autobahn rüber. Kommen wir eigentlich, wenn wir das schrittweise bauen. Passt das auch von der Höhe her? Wir können ja sicherheitshalber ein bisschen in die Höhe gehen. Das, nee, so geht's aber irgendwie auch nicht. Moment, ich brauche mal meine Kurve. Dann wird's vielleicht besser. Ja, so würde ich das glatt machen. Nein, natürlich nicht. Das ist irgendwie Käse. Aber wenn ich so mache, irgendwie, da haben wir's blau. Das würde also von der Höhe her, würde das reichen. Okay, dann machen wir das doch so. Mal bis hier hin und dann kommen wir nämlich hier auch rüber. Und übers Gleis wollen wir auch noch. Und hier könnten wir dann auch nochmal rüber. Weil
ist eine Monorail, da müssen wir eigentlich nicht unten durch. Da würde ich gerne über die Straße rübergehen. Machen wir hier mal eine Kurve rein. Machen das dann relativ gerade. Nämlich so. Oh, das passt sogar. Sehr schön. Okay, da unten durch. Und dann mit einer Kurve hier ziemlich zentral, würde ich sagen, hier rein. Und jetzt brauchen wir einen Bahnhof. Warum mache ich zu? Ich weiß es nicht. Monorail-Busknoten. Da könnte man eben noch einen Bus machen. Was haben wir denn hier? Moment, mit Eisenbahn. Genau. Ja, ich möchte hier keinen Eisenbahnbahnhof haben. Den haben wir hier oben schon. Und hier unten, da haben wir auch gleich einen. Das macht keinen Sinn hier, das ist so ein Teil. Aber mit Bus wäre okay. Jetzt muss ich mal schauen. Wenn ich dich drehe. Wo sind hier Gleise? Wo ist hier Straßenanschluss? Ich denke mal, das müssten hier die Gleise sein. Also das links und rechts, das müsste der Gleisanschluss sein. Und das in der Mitte, das ist wahrscheinlich die Straße. Wir testen es mal. Zack, stellen das mal hier hin. Und, aha, genau, falsch rum. Aber das müsste man eigentlich nochmal bewegen können. Das kostet halt ein bisschen Geld, aber okay. Jammern schon wegen Wasser. Sind noch nicht mal am Netz richtig angeschlossen, aber schon wollen sie Wasser und Strom. Kriegt er gleich. Jungs, so, so sieht es ein bisschen besser aus, würde ich mal meinen. Verbinden mit hier. Dankeschön. Und dann hätten wir das tatsächlich auch schon. Hier hinten raus gehen wir dann gleich. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal an die Straße anschließen. Wir haben keinen Straßenanschluss. Ich habe gesehen, es hat einen Bahnhof gehabt mit Straßenanschluss. Ich habe mal angenommen, wenn wir das mit Bus kombinieren, dass wir eine Straße haben, denkst du? Ja, hier unten, aber das ist halt eine Straße. Kann ich die? Ich muss mal gucken. Wenn ich hier das hier nehme und dann... Nee, das geht nicht. Da müssen wir das Teil nehmen, was eben Monorail drauf hat. Wo haben wir das denn? Irgendwo hatten wir das. Geht aber nur bei der Straße. Okay. Und da müsste ich die Monorail nochmal abreißen. Die Schienen. Können wir hier vielleicht unten weg? Ohne Monorail... Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Nein, zumindest nicht mit der Breite. Geht auch nicht. In die Richtung geht's. Das ist ja interessant. Okay, dann machen wir dich mal in die Richtung. Und hier hinten geht's in die Richtung nicht, aber auch in die Richtung. Okay, dann haben wir da die Straße schon mal gemacht. Die schließen wir dann gleich noch an. Jetzt würde ich hier aber glatt zuerst mal noch gucken, dass die nicht immer jammern müssen, dass sie noch ein Wässerchen bekommen. Und Strom brauchen sie natürlich auch. Moment. Ja, okay, machen wir nochmal so ein Teil rüber und kappen das dann natürlich wieder. Passt, jetzt Straßenanschluss. Welche Straße nehmen wir? Wir sind hier doch im Zentrum. Ich würde, ja gut, jetzt haben wir halt mit der hier angefangen. Dann würde ich bei der bleiben. Ich würde jetzt nicht wechseln zu der ganz breiten. Das ist dann irgendwie eher komisch. So, ich brauche wieder die Straße. Und dann mal gucken, wo wollen wir rein? Warum nicht hier oben? Dass wir hier so raufdüsen. Zack, das kann man mal tun. Und hier unten, vielleicht sogar hier auf die Brücke. Dass wir das mal so machen. Dann hier eine schöne Kurve. Moment. Irgendwie so in der Richtung. Und gleich mal gucken. Ja, da kommen wir eigentlich rauf. Da kämen wir auch da rein. Wisst ihr was, wir machen es trotzdem hier auf die Brücke rauf. Das gefällt mir wesentlich besser, wie wenn wir hier unten nochmal so ein Dingens haben. Da brennt's. Nochmal so ein Dingens haben, wo alles blockiert wird, von wegen Ampel und Co., wenn hier so viele Straßen reingehen. Gut, angeschlossen wär's. Muss ich da eine Linie erstellen? Jawohl, muss ich. Gut, das mache ich mit Freude. Wo können wir denn überall hin? Oder sollen wir warten? Wir warten mit der Linie. Wir bauen erstmal fertig. Also, das wäre dann hier weiter. Mal gucken, ob das noch geht. Wenn wir jetzt da die Straße halt gemacht haben... irgendwie, das ist irgendwie nicht, wie es sein soll. Wenn man sich das so anguckt. Nein, warum geht das nicht? Moment, nochmal testen. Das wird sozusagen zu weit vorne. Weil es fängt zu weit vorne an. Und ich kann hier nicht rein. Nochmal raus, nochmal testen. Ich komme ja nicht in den Bahnhof rein, blöd gesagt. Seht ihr das? Die Schiene beginnt dann hier vorne. Und das macht natürlich dann doch herzlich wenig Sinn. Zumal wir hier sowieso nichts machen können. Also das klappt so schon mal nicht wirklich. Schade, was macht man da? Wir könnten hier ein bisschen Terraforming betreiben. Bringt das was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir versuchen es mal. Also, wie war das gleich nochmal? Ich muss nochmal lesen. Anheben per Klick und absenken mit der sekundären. Ja, jetzt haben wir hier wieder Vollpower eingestellt. Arg.
Okay. Okay, wo es hier wohl hingeht, ich möchte es gar nicht wissen. Nach Australien. Und Steuerung Z, das geht ja nicht. Von wegen, dass man es rückgängig macht. Jetzt haben wir hier ein Riesenloch gegraben. Heiliges bisschen. Kriegen wir das wieder zu? Also, das Loch kriegt man extrem schnell hin. Aber das Ganze nachher wieder zumachen, das geht eigentlich fast gar nicht. So, was machst du denn jetzt? Machst du noch tiefer? Ich möchte hier eigentlich in die Höhe. Deswegen, Moment, nochmal gucken. Anheben per Klick mit der Primären. Ich hebe, also ich klicke mit links. Da macht es nur ein Loch außenrum. Irgendwie, beziehungsweise, guck mal, das geht nicht rauf. Kommst du? Ich gehe mal runter. Oh, da fällt man aus der Map raus. Okay, das kann es dann doch nicht sein. Ja, jetzt haben wir hier so ein Loch. Wisst ihr, was wir machen? Wir schmeißen hier ein bisschen Wasser rein, weil ich kriege das hier nicht mehr zu. Man sieht, das geht ja mir nicht. Da hatten wir eine zu grobe Stärke. Oder ich kann ja mal gucken, wenn ich hier natürlich mit der Stärke wieder raufgehe, ob es dann eine bessere Wirkung hat. Oh. Okay, wir haben einen neuen Wolkenkrater. Heiliges bisschen, was man hier mit dem Terraforming alles anstellen kann. Das geht ja auf keine Kuh. Zack, ist es wieder weg. Oder ein bisschen runter. Ich kriege hier auch das Ding nicht so richtig zu fassen. Hier mit der Steuerung. Moment. Mal so drehen. Mal nochmal gucken. Jetzt passiert hier gar nichts mehr. Erinnert mich ein bisschen daran, wie wir da mit dem Wasser rumgebastelt haben. Wow. Was passiert denn hier? Moment. Ich muss nochmal. Hier bin ich eigentlich auf Gelände einebnen. Ja, ja, das wollte ich eigentlich. Wenn ich hier nochmal runtergehe, wahrscheinlich grabe ich dann das Loch noch ein bisschen tiefer, aber diesen Hügel hier, den kriegen wir nicht weg. Ich weiß nicht, der gefällt mir irgendwie nicht. Komisch, was? Wie kriege ich den weg? Oh, meine Güte, was ist das denn? Warum macht's denn jetzt so ein Teil? Weil ich hier drauf bin. Ich wollte eigentlich hier drauf. Oh, okay, den haben wir wieder weggekriegt. Jetzt müssen wir den noch wegkriegen. Wenn wir das schaffen, dann füllen wir das ganze Ding hier einfach mit Wasser. Ah, sehr schön. Okay, okay. Jetzt nicht mehr basteln, sondern Wasserdingen suchen. Wo hatte ich das denn? Das war, glaube ich. Ne, hier ist es, glaube ich. Wasser. Okay. Meereshöhe. Nein, nein, solche Experimente machen wir gar nicht. Aber eine Wasserquelle platzieren. Entfernen mit der sekundären. Anpassen des Wasserniveaus mit dem Griff. Was für ein Griff. So, mal gucken, wo wir jetzt das Wasser hinballern. Wenn wir es so machen. Mein Test. Okay, haben wir Wasser? Oh ja, da kommt. Dann gibt es hier einfach einen See. Wahrscheinlich wird jetzt hier wieder alles geflutet, nehme ich mal an. Kommt das hoch genug, das Wasser? Sieht eigentlich fast so aus. Wobei, ja, da hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen stärker einstellen sollen. Oder wir könnten den See noch ein bisschen größer machen. Ich meine, was spricht dagegen, dass hier ein See ist? Das ist natürlich auch wieder wahr. Dann haben sie ein bisschen, ja, noch ein Ausflugs... Was habe ich denn hier gemacht? Ein Ausflugsziel, sozusagen mitten in der Stadt drin. Aber warum haben wir denn jetzt hier auch so eine Grube? Das war ich nicht. Das hat jemand anderes kaputt gemacht. Heiliges bisschen. Ich bräuchte das hier. Kriegen wir das wieder zu? Das ist natürlich die Frage. Ja, dann wieder so Riesenteile. Meine Herren. Boah, was für ein Gebastel. So, hier rauf. Okay, und jetzt zweimal klicken, weil irgendwie eben beim ersten Mal interessanterweise möchte das bei mir nie so richtig funktionieren. So, jetzt hätten wir das weg. Interessant, da könnte man eigentlich auch einen See machen. Am Schluss haben wir ja überall einen See. Aber ja, was sollen wir tun? Wenn es nicht anders geht. Ist hier irgendwie direkt was kaputt? Eigentlich nicht, aber hier haben wir halt auch so einen Stachel. Und irgendwie die Cam ist heute ziemlich widerspenstig. Ich glaube, die kommt nicht ganz klar mit dem Gebastel, was wir hier haben. Also, wir machen mal nochmal den hier. Ich klicke wieder zweimal. Pinselstärke ein bisschen so. Dann machen wir mal Geländehöhe. Mal gucken, was dann passiert. Gar nichts. Kannst du bitte verschwinden? Aha, sehr gut. Man muss ihn richtig erwischen an der richtigen Stelle. Was nicht ganz... Jetzt habe ich schon wieder eine Grube gemacht da hinten. Was nicht ganz einfach ist, wenn die Cam rummackt. So, den Teil hier noch. Genau, und jetzt haben wir das. Das gibt halt relativ tiefe Seen. Wenn man hier so runter guckt... Oh. Nochmal versuchen, in die Höhe zu kommen. Also mit links. Ja, das ist gar nicht schlecht. Oh, schon wieder so ein Turm. Ich achte, glaube ich, zu wenig auf die Pinselstärke. Ich gebe es zu. So, nochmal gucken.
So, da kriegen wir den wieder weg. Okay, dann haben wir hier auch so eine tiefe Schlucht. Und hier haben wir eine tiefe Schlucht und eine Straße im Weg. Wisst ihr was? Jetzt machen wir das Ganze. Machen wir das Ganze mal richtig. Die Straße kommt nochmal weg. Und hier machen wir noch ein bisschen tiefer, aber nicht mehr ganz so tief. Deswegen muss ich hier die Pinselstärke. Vielleicht auch sogar noch ein bisschen weiter zurückziehen. Pinselgröße mal noch vergrößern. So, und dann können wir hier einen See machen. Das gibt einen See, den sehen Sie auf der anderen Seite der Erde auch noch. Wenn man das hier mal so betrachtet. Brauchen wir noch einen Fluss oder etwas? Nein, aber ich denke, wir können hier noch ein bisschen in die Richtung gehen. So, bis hier an die Häuser ran. Dann gibt das wenigstens einen ordentlichen See. Und jetzt möchte ich eigentlich genau das Ganze noch ein bisschen wieder rauf haben, wenn es irgendwie geht. So, dass es nicht ganz so tief ist. Mal gucken, ob wir hier irgendwas retten können. Ich finde es interessant. Das sind ja interessante Sachen. Oh, hier fährt noch irgendjemand durch. Den hätten wir fast auch noch untertunnelt. Okay, das lassen wir mal so. Wir nehmen mal das Wasser. Und machen mal... Wo machen wir das denn hin? Was ist denn das jetzt hier? Moment. Gehen wir zurück. Warum habe ich jetzt diese Einzeichnung? Ja, irgendwie muss das Spiel natürlich rechnen, wie es was machen muss. Da hinten ist was, hier ist was. Wir machen hier einfach mal nochmal mit ein bisschen weniger nochmal ein Teil hin, dass hier noch ein bisschen Wasser kommt. Und sonst hier oben nochmal. Geht nicht. Aha, geht das hier unten? Jawohl. Und jetzt mal gucken, was passiert. Da kommt Wasser. Das sollte jetzt halt schön gefüllt werden. Ist halt irgendwie, ja, ich weiß, wie wir den See nennen. Unfreiwillige Konstruktion, irgendwie sowas in der Richtung. Ui, jetzt kommt Wasser. Sehr schön. Bitte ganz auffüllen bis hierhin. Und dann können wir noch ein paar Feinkorrekturen machen hier. Den Rest vom Wasser wird das ja nicht beeinflussen. Nicht, dass wir da hinten dann plötzlich kein Wasser mehr haben, weil das ganze Wasser, was hier zur Verfügung steht, für dieses Loch gebraucht wird. Habe ich sonst noch irgendwo was kaputt gemacht, von wegen, dass es Risse bekommen hat? Nicht wirklich. Nein, okay, ich weiß, wir müssen dann hier mit der Monorail noch rüber. Vielleicht kommen wir jetzt ja besser rüber, das kann natürlich auch sein. Das können wir ja mal machen, weil das Wasser da unten, das müssen wir nicht weiter begutachten. Nee, geht immer noch nicht. Ich komme hier nicht ran. Das ist ja schon eher komisch. Vielleicht wegen der Straße, weil wir die hingebaut haben. Nehmen wir die mal weg. Aha, guck an, tatsächlich. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Genau, jetzt haben wir da... das Ganze wieder. Und wenn wir das jetzt irgendwie so hier rüber bauen, dann funktioniert das sogar. Vielleicht hier rüber. Oh, das hat fast schon was von Planet Coaster. Wir machen das mal so. Da kommt dann noch mehr Wasser dazu. Das ist fix. Jetzt muss ich aber gucken von hier. Wollten wir eigentlich noch hier rauf. Und dann hier vielleicht noch weiter. Wo wäre denn hier noch so ein Bahnhof cool? Ich würde sagen, ganz hier oben. Also müssten wir hier rüber. Müssten hier rüber. Mal gucken. Geht nicht, weil die Straße ein bisschen erhöht ist. Wenn ich hier raufgehe, können wir ja gerne machen. Ist ja eben eine Monorail. Moment, wir machen das so. Gehen wieder runter, beziehungsweise wieder eigentlich geradeaus wäre die Idee gewesen. So, einmal über die Autobahn rüber. Brauchen wir den Strom noch? Ich glaube ja, damit haben wir den ganzen Stadtteil hier angeschlossen. Zwischendurch, nee, das geht gar nicht. Okay, dann müssen wir den Strom halt nachträglich wieder installieren, ganz klar. Oder hier den Bahnhof hin, das wäre natürlich auch cool. Wisst ihr was, wir machen zuerst mal den Bahnhof. Da machen wir jetzt aber kein so ein Riesending, sondern einfach Monorail-Bahnhof mit Straße. Bisschen drehen. Mein Gott, was für eine Grube da hinten. Da kann man ja von träumen. Also im negativen Sinn. Albtraum. Da nochmal ein bisschen drehen. Zack. Hingestellt. Und dann mal gucken. Kommen wir da rein? Nee, geht so nicht. Da ist halt nochmal der Strom, der im Weg ist. Aber jetzt müsste es gehen. Nee, das war nichts. Das ist zu tief unten. Halleluja. Okay, wir müssen ein bisschen in die Höhe. Einmal ein bisschen rauf. Und dann müsste das jetzt eigentlich zusammengewachsen sein. Das ist es auch. Sehr gut. Also hier rüber. Hier hinten rein. Und hier wieder raus. Und jetzt irgendwie hier raus, ohne dass wir hier diese ganzen Gebäude kaputt machen. Und wegen den Straßen gucken wir nachher.
die reklamieren gar nicht wegen Wasser. Haben die Wasser? Die haben Wasser. Strom haben sie auch? Strom haben sie auch. Na, das ist doch mal vorbildlich. Okay. Gleis. Können wir wieder bestens schnappen hier und dann mal gucken. Ich würde jetzt eigentlich gerne ziemlich in die Höhe gehen. So, reicht das von der Höhe her? Höher komme ich nicht. Okay. Dass wir das mal so machen. Und dann mal gucken, wo kommen wir hier rüber. Über den Fußballplatz rüber wäre natürlich auch nicht so schlecht. Aha, so geht's. Okay. Ich glaube, da sind die beiden Gebäude dann weg. Aber das ist in Ordnung. Ja, die sind dann weg. Und jetzt, wohin hier? Wo ist der Abschluss des Ganzen? Oder wir wollten ja eigentlich noch hier runter. Dann würde ich hier, aber ich würde den auch. Wisst ihr was, den machen wir hier oben hin, so zentral. Nicht hier zum Bahnhof runter, das möchte ich nicht. Das ist hier mit zu konkurrenzlastig, das Ganze. Und wie kommen wir hier hin? Indem wir hier mal lang gehen. Hier außen. Hier eine Kurve machen. Und dann sollten wir doch eigentlich hier rüber kommen. Und das kommen wir auch. So, und hier geht es dann wieder runter. Nicht allzu fest, weil wir müssen hier wieder den Bahnhof machen. Machen wir wieder den. Wieder ein bisschen drehen. Machen wir den hier unten hin. Auch relativ zentral. Die werden dann ziemlich sicher reklamieren wegen Wasser und Co. So, und da rein. Und ja, das ist angebunden. Sehr schön. Okay, ihr habt keinen Strom, ganz klar. Machen wir da nochmal so ein Teil rüber. Und Wasser habt ihr. Doch, Wasser habt ihr. Okay. Jetzt würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück. Also die Linie, in dem Sinne, die haben wir noch nicht. Die müssen wir natürlich noch bauen. Da haben wir auch was gekappt. Da ist aber niemand am Reklamieren. Also kommt das weg. Hier hinten, das ist unberührt. Das ist schon mal gut. Und wie sieht es jetzt hier aus? Nein, das ist definitiv zu wenig Wasser. Wir brauchen Nachschlag. Machen wir mal wieder relativ fett. Zack. Und kommt was? Ich hoffe, die vertragen sich, diese verschiedenen Klicks. Dass man da mehr als einmal klicken kann, mehr als einmal Wasser nachfüllen. Irgendwie sieht es nicht so aus, als hätte ich hier Wasser nachgefüllt. Wir machen mal nochmal. Also wenn wir dann eine Überschwemmung haben, das ist okay. Die legt sich. Was sich nicht legt, ist, wenn wir hier so eine Grube haben. Das sieht aus wie auf dem Mond. Irgendwie. Ja, man kann natürlich noch ein paar Bäume außenrum machen und das Ganze vielleicht noch anders bemalen. Aber es ist schon eher merkwürdig. Mitten in der Stadt drin so ein Teil. Und wenn man von hier unten guckt, es sieht halt auch nicht wirklich cool aus. Weil es hier so, ja, keine Ahnung, es ist hier halt so gerade, so abgeraffelt, so irgendwie unnatürlich. Meerwasser. Also nicht Meerwasser mit zwei E, sondern Meerwasser mit H. Können wir hier nochmal zuschlagen? Zack. Zack. Ich mach mal schneller. Dann sehe ja, nee, da muss ich nicht mehr schneller machen. Okay, da kommt die gute Suppe. Und geht gleich wieder runter. Die verteilt sich jetzt. Die müsste hier eben noch ein bisschen kommen. Aber da kommt Wasser daher. Dann müsste hier auch wieder aufgefüllt werden. Ja, langsam gefällt es mir besser. Wir können dieses Abgeraffelte eigentlich hier natürlich auch ein bisschen kappen. Ich muss aber auf die Pinselgröße und die Stärke achten. Ich fange hier mal klein an sozusagen. Ja, man sieht es halt so nicht gut. Und vor allem, ja, da fährt halt noch die U-Bahn durch. Das ist ein bisschen das Problem. Diese Hugel, sind die cool oder sind die nicht cool? Ich weiß es nicht. Kriegen wir die runter? So, angeklickt hätte ich es. Wir versuchen es mal mit dem hier. Naja, da passiert herzlich wenig. Ich möchte nicht wissen, wo jetzt wieder irgendwelche Gruben gezogen werden, wenn ich hier klicke. Weil irgendwas wird passieren, wenn ich klicke. Nur nicht hier, wo es soll. Ah, doof. Nochmal dich. Nee, passiert nichts. Okay, warum? Weil wir hier zu weit unten sind wahrscheinlich. Das könnte natürlich auch noch ein Grund sein. So, nochmal testen. Ah, jetzt geht's. Okay, ich vergesse tatsächlich immer, dass ich hier, also hier unten die Größe vom Pinsel und so weiter noch einstellen sollte. Und hier brauchen wir noch mehr Wasser, wenn wir so gucken. Ja, ein bisschen besser sieht's aus. Ich würde halt gerne hier dran arbeiten, ohne dass das Ganze in diese Maske wechselt. Ich sehe hier nicht mehr, was ich genau machen muss, wenn ich hier so abfräsen möchte. Wir fräsen mal.
und gucken mal, wie es aussieht. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Ja, 10-mal besser. Sehr gut. Okay, da ist es nicht mehr so abgeraffelt. Und das Ganze müssen wir jetzt hier eigentlich auch noch machen. Wenn man es genau nimmt. Also, wir schnappen uns das Teil nochmal. Machen das genau gleich. Da, wo wir können. Jetzt habe ich wieder das falsche Teil aktiviert gehabt. Irgendwie kann es sein, dass ich mit dem Teil nicht warm werde. Nee, das wird schon noch. Ist halt immer noch neu. Ich habe das eigentlich bis jetzt ja noch nie groß gebraucht. Oh, guck mal. Es ist aber wirklich Planet Coaster. Das sieht aus, wie wenn man da so eine Achterbahn baut, wenn dann die Erde sozusagen zurückweicht. Das ist aber cool hier, mit der Monorail hier durch. Wir brauchen einfach mehr Wasser hier drin. Hier kommt's und hier noch nicht. Kann ich das dahingehend, das kann ich mit Sicherheit dahingehend beeinflussen, dass ich hier nochmal ein bisschen raufgehe. Ich gucke jetzt extra nochmal. Anheben mit der primären. Da machen wir hier ein bisschen rauf und hier ein bisschen rauf und gucken mal, was passiert, wenn ich hier anhebe. Okay, wir gehen mal raus. Dann ist das Wasser ganz weg, weil es hier nicht mehr durchkommt. Also, dann gehen wir da wieder runter. So, da kann man doch ordentlich eigentlich was machen. Ja, jetzt, das sieht schon besser aus. Man muss nur, ja, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt weiß ich ja, wie man hier diese Sachen ein bisschen plätten kann. Hui, mit einem Klick. Ja, jetzt wird's langsam, jetzt wird's zu was. Jetzt bauen wir nur das Wasser. Noch hier hinten, was macht denn das Wasser da? Es türmt. Oh Gott, das Wasser türmt sich auf. Komm daher, komm hier durch. Schaffst du das oder ist es da zu tief? Dann müssten wir nochmal kurz hier zugreifen. Wir gehen da auch nochmal ein bisschen runter. Auch nicht mit dieser Pinselstärke und dieser Größe, sondern da machen wir jetzt einen kleinen Durchfluss. So, damit du doch noch hier hinten reinkommst. Okay, jetzt kommt das Wasser. Die Frage ist, reicht das, um das hier zu befüllen? Das frage ich mich dann doch. Okay, liebe Freunde, wir sind völlig über die Zeit, aber ja, ich weiß nicht, war... Oh, da, Überschwemmung. Ich wusste es doch, aber die verschwinden wieder. War ein bisschen eine ungewöhnliche Folge hier mit diesem Loch, mit dieser unfreiwilligen Grube. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir uns mal drum kümmern, dass das hier ja nicht zu einem Schandfleck wird, sondern eher zu einem schönen Ausflugsziel. Denn den Monorail-Bahnhof, den haben wir hier schon. Also das wäre eigentlich praktisch. Ein paar Hotels können wir auch noch hinstellen. Dann haben wir ja vielleicht die Niagara-Fälle des Heisilands. Mal gucken. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Neues Land brauchen wir nicht. Wir haben gerade das alte kaputt gemacht. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.